Hallo und herzlich willkommen hier auf Lyrella.de. Das ist wieder ein Video, das euch auf das Abitur vorbereiten soll, genau auf den Pflichtteil, das in Baden-Württemberg so üblich ist. Also man soll ohne Taschenrechner diese Aufgabe lösen, und zwar soll man einfach diese Gleichung hier lösen. Das erste, was man hier sieht, es ist ein Produkt aus zwei Teilen, die sind auch mit den Klammern jeweils schön kenntlich gemacht. Dann gibt es den Satz des Nullprodukts. Das heißt, wenn ein Produkt 0 sein soll, dann muss einer der beiden Faktoren bereits 0 sein. Das heißt, der Satz des Nullprodukts liefert uns Folgendes. Entweder 2x hoch 2 minus 8 gleich 0 oder, das ist das mathematische Zeichen für oder, e hoch 2x minus 6 gleich 0. Also das ist ein mathematisches oder. Das Grund wäre genau umgekehrt, also von Adach. Nun, das heißt, wir müssen jetzt diese zwei Gleichungen lösen und die Nullstellen von diesen beiden Gleichungen zusammen sind die Lösungsmenge dieser Gleichung hier rum. Wir fangen mit der linken einfach mal an. 2x² minus 8 gleich 0. Wir teilen zuerst durch 2, also x² minus 4 gleich 0. Da könnt ihr von mir aus mit der PQ-Formel drauf losgehen, wenn ihr das unbedingt wollt. Einfacher ist natürlich plus 4, dann steht hier x² gleich 4. Dann ziehen wir davon die Wurzeln, somit wissen wir, x1, 2 sind plus und minus die Wurzel von 4, also plus minus 2. Schauen wir uns den zweiten Teil noch kurz an. E hoch 2x minus 6 gleich 0. Wir bringen die 6 auf die andere Seite, also plus 6, dann steht hier e hoch 2x gleich 6. Um ein e wegzubekommen, machen wir den Logarithmus. Wir wenden den Logarithmus drauf an, dann steht hier ln von e hoch 2x gleich ln von 6. Nun, ln und e heben sich gegenseitig auf, das heißt, somit steht hier einfach nur 2x ist gleich der ln von 6. Wir müssen also noch durch 2 teilen. X ist somit 1/2 ln von 6. Diesen Halb könnten wir jetzt noch in den Logarithmus Naturales reinziehen. Das heißt, es wäre das gleiche wie der Logarithmus von Wurzel 6, was da steht. Aber ich finde persönlich diese Schreibweise schöner. Somit können wir jetzt zusammenfassen. Die Lösungsmenge wäre minus 2, 1/2 mal der Logarithmus von 6 und plus 2. Diese drei Zahlen lösen also diese Gleichung hier oben. Nun, ich hoffe, es hat euch geholfen. Ihr würdet uns am besten damit helfen, wenn ihr uns bei Facebook gefällt mir anklickt, wenn ihr uns weiterhin gewogen bleibt, unsere Homepage besucht. Ihr könnt uns auf YouTube abonnieren oder auch bei vlogo.tv findet ihr uns.